Ich beginne vielleicht kurz mit einer Vorstellung. Also ich bin Matthias selber, habe Biologie studiert in Münster, habe dann meine Doktorarbeit hier in Berlin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie gemacht. Da ging es um die Interaktion von Helicobacter pylori, dem Bakterium, was ja Magenkrebs und Magengeschwüre verursacht, mit Wirtszellen. Habe dann nach der Doktorarbeit einen Postdoc gemacht in Dänemark, in Odense, im Labor von Matthias Mann, und bin eben mit ihm ans Max-Planck-Institut für Biochemie nach München gewechselt. Und dort während meiner Postdoc-Zeit habe ich eben begonnen, mich mit der massenspektrometrie-basierten Proteinanalytik auseinanderzusetzen. Und das ist seitdem sozusagen mein Thema. Also ich verbinde eben auf der einen Seite so eine zellbiologische Grundlage mit auf der anderen Seite der massenspektrometrie-basierten Proteomik. Und seit 2007 bin ich am Max-Delbrück-Center. Zuerst war ich dort Nachwuchsgruppenleiter und bin dann aber am Ende sogenannter voller Gruppenleiter geworden, auch mit einer Professur hier an der Charité in Berlin. Und unser Thema ist eben die massenspektrometrie-basierte Proteomforschung. Also Thema der Vortrags ist Proteinfahndung mit Massenspektrometern. Ich möchte kurz eine allgemeine Einführung in den Bereich Proteomik geben. Und dann werde ich wirklich den größten Teil des Vortrags heute damit verbringen, Ihnen die Grundlagen von massenspektrometriebasierter Proteomics näher zu bringen. Also das ist ein wenig technisch, aber ich hoffe, dass Sie dabei eben ein grundlegendes Verständnis von dieser Technologie bekommen. Und am Schluss werde ich dann ein Beispiel geben, wie wir diese Technologie anwenden, um eben zu schauen, wie eben krankheitsauslösende Mutationen wirklich Krankheiten auslösen. Also das ist sozusagen dann ein Anwendungsbeispiel. Gut, fangen wir gleich an mit der Einführung. Was ist Proteomics und warum ist es wichtig? Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass in der sogenannten postgenomischen Ära, in der wir ja sind, also wo die Genome des Menschen, das Genom des Menschen sequenziert ist, dass es eben eine ganz wichtige Frage ist, was vom Genom auf der einen Seite zum Phänotyp auf der anderen Seite führt. Und das ist natürlich ein sehr komplexer Prozess, was natürlich die klassische Kaskade vom Genom über das Transkriptom, also die mRNAs, zum Proteom und dann auch Interaktom, Metabolom und so weiter beinhaltet. Also sehr viele Prozesse auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Wir in meiner Arbeitsgruppe konzentrieren uns eben auf das Proteom, weil wir eben denken, das ist ganz zentral zwischen dem Genom auf der einen Seite und dem Phänotyp auf der anderen Seite liegt. Und das ist eben Thema des Vortrags heute und auch meiner Arbeitsgruppe insgesamt, wie wir über die Analyse des Proteoms besser das Verhältnis von Genom zu Phänotyp verstehen können. Fangen wir direkt an. Was ist Proteomics? Und da würde ich gleich mal einfach die Frage an Sie stellen, auch einfach um so ein bisschen rauszuhören, was Sie schon wissen. Es ist ja wahrscheinlich auch ein heterogenes Publikum. Hat jemand von Ihnen einen Vorschlag, wie man Proteomics definieren könnte oder Proteomik auf Deutsch? Hat irgendjemand einen Vorschlag? Also, ja, genau, steht jetzt gerade im Chat. Also quasi das, vielleicht so die Wissenschaft, die sich mit Proteinen beschäftigt. Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Aber zum Beispiel Röntgenstrukturanalyse von Proteinen wäre ja auch eine Wissenschaft, die sich mit Proteinen beschäftigt. Vielleicht so die gezielte Veränderung von Proteinen und deren Auswirkungen? Ja, also ist durchaus auch ein Teil, wobei bei Proteomik, also ich kann sozusagen als kleinen Tipp geben, das ist ein bisschen als Gegenpart von Genomik oder Genomics eben
sozusagen generiert worden, das Wort. Also ich kann es auch kurz darlegen. Also das Wort Genom bezeichnet eben alle Gene von einem Organismus. Und das Wort Proteom, das wurde von Mark Wilkins in den 90ern sozusagen erfunden, als das Proteinkomplement des Genoms. Ne? Also wenn das Genom praktisch die Gesamtheit aller Gene beschreibt, ist das Proteom eben die Gesamtheit aller Proteine. Und was jetzt die relevante Probe ist, ist sozusagen unterschiedlich. Also das Proteom kann das Proteom eines gesamten Organismus sein. Es kann auch das Proteom einer Zelle sein. Es kann das Proteom einer Körperflüssigkeit sein, zum Beispiel des Blutes. Aber wichtig ist eben immer, dass es sich auf alle Proteine bezieht. Also es hat diesen vollständigen Charakter, dass man sagt, es ist die Gesamtheit aller Proteine gemeinsam. Und wie kann es alle Proteine identifizieren? Wer von Ihnen hat schon mal das Wort oder die Technologie zweidimensionale Gelelektrophorese gehört? Nur so kurz als Rückmeldung. Haben das viele schon gehört und schon gemacht, ja? Ja. Ja, okay. Also einige haben es gehört, einige haben es nicht gehört und nicht gemacht. Ich kann es ganz kurz darlegen, weil es ist eben eine Technologie, über die ich heute gar nicht viel sagen werde. Nur ganz kurz, der Hintergrund ist, dass man Proteine eben biochemisch auftrennt. Es gibt eben diese zwei wichtigen Eigenschaften von Proteinen, wie man sie auch im denaturierten Zustand auftrennen kann. Das eine ist der isoelektrische Punkt. Also da kann man sie über isoelektrische Fokussierung in einem pH-Gradienten eben auftrennen. Das ist die sogenannte erste Dimension. Und dann in der zweiten Dimension ist es eine SDS-Page, also sozusagen eine Auftrennung grob nach Größe der Proteine. Und wenn man das macht, dann bekommt man eben so ein zweidimensionales Muster, wo die Proteine auf der einen Seite nach ihrem isoelektrischen Punkt, also nach ihrer Ladung, sozusagen nach ihrer Ladung bei einem entsprechenden pH-Wert und auf der anderen Seite eben nach ihrer Größe aufgetragen werden. Allerdings stellt es sich eben heraus, dass die zweidimensionale Gelelektrophorese aus vielerlei Gründen letztlich eben nicht wirklich gut geeignet ist, um die Gesamtheit aller Proteine abzudecken. Das liegt an verschiedenen Dingen. Eine recht triviale Eigenschaft ist, dass einfach die zweidimensionale Gelelektrophorese nicht besonders sensitiv ist. Also dieses Gel hier ist mit sogenannter Silberfärbung eingefärbt. Es gibt Quasi-Färbung, die ein bisschen weniger sensitiv ist. Aber das grundlegende Problem ist hier dargestellt. Also was man jetzt auf dieser Figur sieht, sind unterschiedliche Mengen von Proteinen, die auf so ein Gel aufgetragen worden sind. Und dann hier auf der Y-Achse die Masse eines 25 Kilodalton Proteins oder die Anzahl von Molekülen. Wir müssen gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber so ein normales 2D-Gel, da kann man vielleicht so 100 Mikrogramm Protein insgesamt auftragen. Und wenn man jetzt hier sieht, dann braucht man halt wirklich relativ viel Proteinmenge, um überhaupt was zu sehen. Also man hat sozusagen nur hier mit so einer Proteinmenge überhaupt eine Chance, in der sensitiven Silberfärbung etwas zu sehen. Und diese Menge entspricht eben etwa 100.000 Proteinmolekülen in einer Zelle. Also wenn Sie sozusagen Proteine haben, wo Sie weniger als 100.000 Moleküle in einer Zelle haben, dann sehen Sie es gar nicht im 2D-Gel. Also es ist sozusagen einfach nicht sensitiv genug, die Technologie. Also das ist sozusagen eine Take-Home-Message hier, dass diese Komasi-Färbung und auch die Silberfärbung eben letztlich nur die abundantesten Proteine in einer Probe wirklich anfärben kann und eben nicht sensitiv genug ist für wirklich eine vollständige Analyse. Eine zweite Herausforderung ist die hohe Dynamic Range von Proteinsamplen. Das ist hier dargestellt. Mit Dynamic Range meine ich eben den Unterschied zwischen der Konzentration der höchst abundanten Proteine und der gering abundanten Proteine.
Und das klassische Beispiel ist Blut. Also was Sie hier sehen, ist eine Auftrennung von unterschiedlichen Proteinen im Blut. Hier oben sind es eben die ganz abundanten Proteine. Hier ist es Hämoglobin, gut, das ist in den roten Blutkörperchen. Aber hier, das ist Albumin zum Beispiel. Also das ist das abundanteste Protein im Blut. Und dann geht das aber über viele Größenordnungen, über viele Konzentrationsstufen. Das ist eine logarithmische Skala hier. Geht das runter, bis man eben hier in den Bereich der Interleukine kommt bei ihren physiologischen Konzentrationen. Und das sind eben 10 Größenordnungen, das heißt 10 hoch 10, was eben eine sehr hohe Dynamic Range ist. Und es ist eben sehr schwierig, sowohl die abundanten Proteine als auch die gering abundanten Proteine mit einer entsprechenden Technologie wirklich abzudecken. Als Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen, kann ich dieses Beispiel geben. Also das ist jetzt hier Mount Everest, 8.850 Meter hoch. Wenn Sie jetzt überlegen, etwas, was 10 hoch 10 mal kleiner ist, also 10 Größenordnungen kleiner, haben Sie eine Vorstellung davon, in was für eine Größe, was für eine Größenordnung man da kommt, ungefähr? Irgendwelche Vorschläge, wie groß ist 10 hoch 10 mal kleiner? Also man kann es natürlich ausrechnen, aber es geht mir jetzt gerade um das Bauchgefühl. Eine Erbse, ja genau. Es ist tatsächlich sogar noch kleiner. 10 Größenordnungen kleiner ist man eben bei einem Bakterium. Ne? Also es ist eben wirklich eine sehr hohe Dynamic Range von physiologischen Konzentrationen von Proteinen in biologischen Proben. Und eine Technologie, die eben diese gesamte Dynamic Range abdeckt, muss eben dadurch sehr leistungsfähig sein. Und das ist die zweidimensionale Gel-Elektrophorese eben nicht. Also da ist es eben so, dass auf so einem 2D-Gel eben zum Beispiel Albumin mit Abstand das häufigste Protein ist und auch eben überall im Gel letztlich sie hauptsächlich Albumin sehen, auch wenn dort eigentlich andere Proteine sein sollten. Okay, und das führt mich dann eben zur massenspektrometrie-basierten Proteomics. Also man kann sagen, dass so die zweidimensionale Gel-Elektrophorese, das war sozusagen die proteomische Methode, die in den 70ern entwickelt wurde und so noch bis in die 90er viel benutzt wurde. Aber seit den 90ern ist eben die massenspektrometrie-basierte Proteomforschung viel wichtiger geworden und ist eigentlich heute eben die State-of-the-Art-Technologie. Und da möchte ich Sie eben jetzt in diese Technologie entsprechend einführen. Auf diesem ersten Slide möchte ich einmal den Gesamtüberblick über die Technologie geben. Wir fangen an mit einer Proteinmischung. Diese Proteinmischung kann hunderte von unterschiedlichen Proteinen enthalten. Und der erste Schritt ist, dass diese Proteine verdaut werden mit entsprechenden Proteasen in Peptide. Diese Peptide werden dann über Flüssigkeitschromatographie, High-Performance Liquid Chromatography aufgetrennt. Und am Ende dieser chromatographischen Säule sammeln wir jetzt keine Fraktionen, sondern sprühen sozusagen die Peptide direkt hinein in ein Massenspektrometer. Und das Massenspektrometer ist eben wirklich das zentrale Instrument dieser Analyseplattform. Es macht letztlich zwei ganz entscheidende Dinge. Zum einen misst es die Intensitäten und Masse oder genauer gesagt Masse-Ladungsverhältnisse von den Peptiden, die hier von der Säule eloieren, also über die Zeit, die man diese Chromatographie durchführt, misst das Massenspektrometer praktisch kontinuierlich die Massen und Intensitäten der Peptide. Und gleichzeitig kann das Massenspektrometer auch einzelne Peptide isolieren und fragmentieren, also sie sozusagen in Bruchstücke zerlegen. Und dieses Fragmentspektrum, was man dann aufnehmen kann, enthält eben Informationen über die Identität der Peptide zusammen mit der Masse der nicht fragmentierten Peptide, die man dann in einer Datenbanksuche benutzen kann, um entsprechend Peptide zu identifizieren und dementsprechend auch die Proteine zu identifizieren. Das ist so der Gesamtüberblick über Massenspektrometrie
basierte Proteomik. Und ich möchte jetzt die verbleibende Zeit von diesem Teil dazu nutzen, Ihnen die Details etwas genauer zu erklären. Gibt es irgendwelche Fragen bisher dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann fangen wir direkt an. Der erste Schritt der Verdau ist eigentlich wirklich sehr einfach. Genauso wie es bei DNA zum Beispiel Restriktionsendonukleasen gibt, gibt es eben für Proteine auch Proteasen, die sequenzabhängig spalten. Hier ist jetzt einfach mal ein Beispielprotein mit den Aminosäuresymbolen dargestellt und die eigentlich mit Abstand am häufigsten verwendete sequenzspezifische Protease in der Proteomforschung ist Trypsin. Und Trypsin schneidet einfach C-terminal von Lysin und Arginin Seitenketten. Das heißt, wenn man dieses Protein hätte, dann würde es sozusagen an diesen markierten Stellen hier entsprechend verdaut werden und würde diese Peptide generieren. Also das ist sozusagen schon alles, dass man eben das gesamte Protein in entsprechende Peptide schneidet. Und dadurch, dass man eben weiß, an welchen Schnittstellen die Protease schneidet, kann man eben auch, also es ist eben kein zufälliger Verdau, sondern man kann eben diese Peptide wirklich vorhersagen anhand der Proteinsequenz. Der zweite Schritt ist dann die HPLC, also das analytische Auftrennen der Peptide aufgrund ihrer Hydrophobizität. Bei Chromatographie ist es ja eigentlich immer so, dass man eine stationäre und eine mobile Phase hat. Die stationäre Phase ist in diesem Fall hier in so einer Säule und die mobile Phase bei der Flüssigchromatographie ist eben eine Flüssigkeit und man hat eben zwei verschiedene Puffer, einen Puffer A und einen Puffer B, der dann mit entsprechenden Pumpen und mit einem Mixer und über so einen Chromatographie-Gradienten, der über eine gewisse Zeit geht, macht man eben immer, also man beginnt mit einer geringen Menge von Puffer B und erhöht die dann über die Zeit. Das führt letztlich dann zum entsprechenden Trennen der Peptide aufgrund ihrer Hydrophobizität. Diese stationäre Phase, die Säule ist gefüllt mit so kleinen Beads, wenige Mikrometer Durchmesser. Und die Oberfläche von diesen Beads hat sogenanntes C18-Material. Also das sind eben C18-Seitenketten, die eben über hydrophobe Wechselwirkungen mit den Peptiden interagieren. Mal kurz hier im Cartoon dargestellt. Also hier ist jetzt so ein chromatographischer Bead mit den entsprechenden C18-Seitenketten. Und jetzt haben wir hier die Peptide, die wir jetzt in der flüssigen Phase praktisch hier drüber pumpen über diese Säule. Was dann zunächst passiert, ist, dass durch hydrophobe Wechselwirkungen die Peptide an das C18-Material binden. Wenn wir jetzt die Konzentration von organischem Lösungsmittel in der flüssigen Phase erhöhen, also am Anfang haben wir eigentlich hauptsächlich Wasser wirklich in der mobilen Phase und dann mit der Zeit im Puffer B haben wir eben mehr und mehr organisches Lösungsmittel, dann werden zunächst die Peptide, die hydrophiler sind, von der Säule eloiert und dann erhöht sich die Konzentration des organischen Lösungsmittels über die Zeit weiter und dann werden eben auch die hydrophoberen Peptide eloiert, sodass man am Ende eben die Peptide nach ihrer Hydrophobizität trennen kann. Und diese Flüssigchromatographie ist eben eine sehr hochauflösende Möglichkeit, wie man selbst komplexe Peptidgemische, die viele tausend verschiedene Peptide enthalten, sehr, sehr genau trennen kann, wo eben ein einzelnes Peptid dann innerhalb sehr kurzer Zeit am Ende der Säule eloiert. Wie schon gesagt, das wichtigste Instrument der ganzen Plattform ist eben das Massenspektrometer. Ich will jetzt nicht zu technisch werden und Massenspektrometer sind natürlich auch analytisch sehr komplexe Geräte. Ich möchte aber trotzdem zumindest einen groben Einblick in die Technologie geben. Am Ende besteht ein Massenspektrometer eigentlich immer aus drei Teilen. Das eine ist eine Ionenquelle, dann gibt es den eigentlichen Massenanalyzer und einen Detektor. Und die Probe wird eben in die Ionenquelle eingebracht und der Detektor ist dann eben an
Datenanalyseprozesse angeschlossen. Ionenquelle, ganz wichtig ist, dass ein Massenspektrometer eben nur Ionen, nur geladene Teilchen analysieren kann. Das heißt letztlich, um irgendwelche Analyte ins Massenspektrometer einzubringen, muss man sie eben ionisieren. Und das war eben am Anfang historisch sozusagen eine der ganz großen Herausforderungen für die Proteinanalytik, weil Sie können sich vorstellen, Proteine oder auch Peptide sind eben sehr große Biomoleküle, und die eben in einem geladenen Form ins Massenspektrometer einzubringen, ohne sie dabei komplett zu zerstören, ist eben eine schwierige Herausforderung. Und es hat einige Zeit gedauert, bis sogenannte Soft Ionization Methods entwickelt wurden, also Möglichkeiten, mit denen man eben Proteine und Peptide ionisieren kann und sie dabei eben trotzdem intakt lässt. Und die Ionisierungsmethode, die wir eben hauptsächlich benutzen, ist die sogenannte Elektrospray-Ionisierung. Die wurde von John Fenn entwickelt. Der ist inzwischen verstorben, hat 2002 den Nobelpreis für die Entwicklung dieser Methodik erhalten. Es ist konzeptionell eigentlich ganz einfach. Also was hier dargestellt ist, ist eine Vergrößerung praktisch von dem Ende so einer chromatographischen Säule auf der einen Seite und dem Massenspektrometer auf der anderen Seite. Und Sie müssen sich vorstellen, dass praktisch hier die Flüssigkeit durchgepumpt wird und die Peptide dann am Ende aus dieser Säule heraustreten. Jetzt gibt es aber eben ein starkes elektrostatisches Potenzial zwischen dem Ende der chromatographischen Säule und der Öffnung des Massenspektrometers. Und durch dieses starke elektrostatische Potenzial werden eben die positiv geladenen Peptide, also die ganze Chromatographie findet bei einem sehr sauren pH statt, sodass die Peptide alle positiv geladen sind, die gehen dann hier praktisch in den Tröpfchen aus der Säule. Die Tröpfchen an Lösungsmittel verdampfen aber, sodass am Ende eben die geladenen Peptide als wirklich einzelne Moleküle übrig bleiben und dann ins Massenspektrometer reinfliegen. Hier draußen hat atmosphärischen Druck, ganz normale Raumluft sozusagen. Im Massenspektrometer hat man aber Hochvakuum, sodass dann innerhalb des Massenspektrometers die Peptide entsprechend störungsfrei weiterfliegen können. Wie jetzt genau ein Massenspektrometer funktioniert, da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Methoden und Prinzipien. Ich möchte es nur einmal ganz einfach darstellen. Also normalerweise hat man entweder elektrostatische oder magnetische Felder. Wenn wir hier uns so Ionen anschauen, die in diesem Fall durch ein elektrostatisches Feld im Massenspektrometer durchfliegen, dann können Sie sich vorstellen, dass eben aufgrund des elektrostatischen Feldes Sie eine Ablenkung erfahren. Und diese Ablenkung ist natürlich abhängig von der Masse der Moleküle. Also wenn ich sozusagen leichte Peptide habe, werden sie eine stärkere Ablenkung erfahren als schwerere Peptide. Das ist der eine Aspekt. Gleichzeitig ist es auch so, dass der Ladungszustand natürlich wichtig ist. Also eine stärkere Ladung führt halt eben auch zu einer stärkeren Ablenkung im elektrostatischen Feld, was uns zu einem ganz wichtigen Punkt bringt, dass nämlich Massenspektrometer eigentlich nicht die Masse von Peptiden messen, sondern immer das Masse-Ladungs-Verhältnis. Also weil letztlich die ganzen Manipulationen von Ionen, die in einem Massenspektrometer stattfinden, eigentlich immer vom Masse-Ladungs-Verhältnis der Peptide entsprechend abhängen. Und das ist sozusagen grob das Prinzip. Also wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Arten von Massenspektrometern, aber im Prinzip ist es immer so, dass mit Hilfe eines magnetischen oder elektrostatischen Feldes die Bewegung von Ionen manipuliert wird und somit letztlich das Ladungsverhältnis entsprechend gemessen werden kann. Im Fall von sogenannter Shotgun-Proteomics oder der Tandem-Massenspektrometrie benutzt man oft ein Triple-Quadrupol-Instrument. Also das ist zumindest so das konzeptionell einfachste Massenspektrometer, wo man
drei sogenannte Quadrupole hat, die eben letztlich Ionen entsprechend filtern können. Den ersten Quadrupol kann man zum Beispiel dazu benutzen, dass man eben nur bestimmte Peptide durchlässt, also von allen Peptiden, die jetzt praktisch zu einem bestimmten Zeitpunkt von dieser chromatographischen Säule ins Massenspektrometer hereinfliegen, wird eben nur ein Molekül, nur eine Art von Peptid durchgelassen sozusagen. Also ganz einfach dargestellt, wenn das jetzt eine Peptidmischung ist, die jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Säule in das Massenspektrometer hineinfliegt, dann wird durch den ersten Quadrupol eben letztlich nur ein Peptid ausgesucht und nur das darf sozusagen weiter ins Massenspektrometer hineinfliegen. In dem zweiten Quadrupol findet dann eine Fragmentierung statt. Also dieser zweite Quadrupol, der ist jetzt eben nicht komplett frei von Gas, sondern dort sind bestimmte Gasmoleküle und wenn jetzt die Peptide dort hineinfliegen, kollidieren sie mit den Gasmolekülen. Es entsteht interne Energie in den Peptiden, bis sie halt brechen. Und die Fragmente dieser Peptide fliegen dann entsprechend weiter zum dritten Quadrupol. Ganz kurz nochmal hier in diesem Cartoon dargestellt. Also wenn das diese isolierten Peptide waren, die jetzt in den zweiten Quadrupol kommen und fragmentiert werden, dann führt eben diese Kollision mit den Gasmolekülen zur Fragmentierung der Peptide. Und das ist eben zum Teil ein plastischer Prozess. Ne? Also es brechen jetzt nicht alle Peptide an genau der gleichen Stelle, sondern es ist eben unterschiedlich, wo sie zerbrechen. Aber normalerweise unter den Bedingungen, die wir haben, halt schon an den Peptidbindungen, also immer zwischen zwei Aminosäuren innerhalb eines Peptides. Und diese Fragmente, die fliegen jetzt eben in den dritten Quadrupol. Und dieser dritte Quadrupol, der scannt dann sozusagen durch den Masse-Ladungsbereich durch. Und auf diese Weise wird dann eben praktisch das Fragmentspektrum der Peptide gemessen. Was wir dann eben am Ende erhalten, ist ein Fragmentspektrum. Also hier ist das Masse-Ladungsverhältnis und die Intensität. Und jetzt sind sozusagen die unterschiedlichen Peaks, die Sie hier sehen, das entspricht jetzt allen Bruchstücken von einem entsprechenden, von diesem Peptid. Und das war jetzt die Peptidsequenz, die wir uns einfach jetzt mal ausgedacht haben, die wir fragmentiert haben. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie kann dieses Fragmentspektrum Informationen über die Identität des Peptids enthalten, dann kann man sich ganz einfach vorstellen, dass das Peptid eben an unterschiedlichen Stellen brechen kann. Also es könnte sozusagen hier zwischen dem Histidin und dem Tyrosin brechen oder zwischen dem Tyrosin und dem Leucin, Leucin, Isoleucin, also zwischen allen verschiedenen Fragmenten. Und jetzt schauen wir uns für einen Moment mal nur die aminoterminalen Fragmente an. Dann wäre sozusagen das leichteste Fragment würde dann ja dem Histidin entsprechen. Und das nächstschwerere würde dann Histidin und Tyrosin entsprechen. Das heißt, dann wäre jetzt der Abstand zwischen diesen beiden Fragmenten entspricht dann eben genau dem Abstand, genau der Masse von Tyrosin. Und so ist es letztlich, dass diese verschiedenen Massen unterschiedliche unterschiedliche Fragmente des Peptids sind nach ihrer Größe sozusagen geordnet und die Abstände zwischen denen entsprechen dann jeweils den Massen der Aminosäuren und weil halt jede Aminosäure oder die meisten Aminosäuren eben eine einzigartige Masse haben, kann man letztlich eben anhand dieses Fragmentspektrums wirklich bestimmen, was die Sequenz des Peptids ist, beziehungsweise man kann sie eben auf diese Art wirklich fragmentieren. So, jetzt habe ich eine Frage gesehen. Die Peptide werden im Massenspektrometer durchgelassen oder schon vorher in der HPLC. Die Massenspektrometer, die Peptide, die werden eben, also alle Peptide fliegen von der HPLC ins Massenspektrometer und das Massenspektrometer macht eben die entsprechende Filterung. Die Frage mit der Ladung, wie rechnet man die Ladung aus? Das ist natürlich eine sehr relevante Frage. Das habe ich jetzt mal
aus dieser Präsentation rausgelassen. Also die Frage ist natürlich komplett berechtigt. Also wenn ich gesagt habe, dass Massenspektrometer eben das Masse-Ladungsverhältnis messen, mich interessiert aber am Ende die Masse, dann ist natürlich die Frage, wie kann ich die Ladung herausbekommen? Ist es sogar eigentlich ganz einfach. Ich kann es vielleicht ganz kurz darstellen. Letztlich ist es so, dass jedes Peptid natürlich aus unterschiedlichen Atomen zusammengesetzt ist. Und viele der Atome, die Peptide ausmachen, kommen eben in verschiedenen Isotopen vor. Also zum Beispiel Kohlenstoff. Das abundanteste Isotop von Kohlenstoff ist Kohlenstoff 12. Aber auch Kohlenstoff 13, also ist ein stabiles Isotop von Kohlenstoff, also nicht radioaktiv, aber eben ein Neutron mehr und ist deswegen schwerer. Das heißt, wenn Sie jetzt eben ein entsprechendes Peptid haben, was jetzt aus vielen Kohlenstoffatomen besteht und 1% von allen Kohlenstoffatomen ist ungefähr C13, dann werden Sie eben nicht nur einen Peak im Massenspektrometer haben, sondern mehrere. Wir nennen das ein sogenanntes Isotop-Cluster, weil man eben die ganzen verschiedenen Isotope sieht. Und jetzt ist der Trick, da man dieses Isotop-Cluster sieht und da Sie praktisch wissen, dass zwischen zwei benachbarten Isotopen in einem Isotop-Cluster der Abstand 1 ist, weil jetzt ein Neutron eben Unterschied ist, dann können Sie praktisch gucken, was ist denn jetzt der Unterschied im Masse-Ladungs-Verhältnis? Also wenn Sie sehen, dass der Unterschied im Masse-Ladungs-Verhältnis 0,5 ist, Sie wissen, der Abstand der Masse muss ja 1 sein, weil es ein Neutron-Unterschied ist, dann können Sie sagen, aha, das kann dann nur funktionieren, wenn die Ladung dieses Peptids in diesem Beispiel 2 ist. Das heißt, man sieht, also die etwas lange Antwort auf Ihre Frage, man kann am Abstand der Isotope in einem Isotop-Cluster kann man direkt die Ladung von Peptiden sozusagen aus den Daten ablesen. Gut, wunderbar. Dann komme ich zum Abschluss schon von dieser groben Einführung in die Massenspektrometer, also wie ich eigentlich gerne die Massenspektrometrie verstehe und die Massenspektrometrie betreibe. Massenspektrometer sind eben wirklich sowas wie die Schweizer Taschenmesser der Proteomforschung. Man kann mit ihnen eben unglaublich viel machen. Sie sind unglaublich vielseitig. Man kann mit ihnen Proteinmengen messen. Man kann mit ihnen die Degradation und die Synthese von Proteinen messen. Man kann Modifikationen von Proteinen messen. Also ne, Sie können sich vorstellen, Phosphorylierung zum Beispiel ist ja eine wichtige posttranslationale Modifikation mit wichtigen Funktionen in der Zellbiologie. Wenn ich jetzt eine Phosphatgruppe auf einem Peptid drauf habe, verändert das entsprechend die Masse und ich kann es auch messen. Ich kann mir Protein-Protein-Interaktionen anschauen und wir finden eben auch immer noch neue Anwendungsbeispiele, wie wir Massenspektrometer benutzen können. Also für mich als jemand, der eben einen biologischen, zellbiologischen Hintergrund hat, sind eben Massenspektrometer hauptsächlich wirklich sowas wie Schweizer Taschenmesser für Proteinforschung. Man kann damit einfach wahnsinnig viel machen. Wie gut ist die ganze Technologie? Wir haben es noch nicht geschafft, die gesamte 10 Größenordnungen wirklich abzudecken, aber immerhin 6 Größenordnungen schafft man mit so einer HPLC-Auftrennung und Massenspektrometrie dann schon. Und das ist eigentlich schon recht eindrucksvoll, wie ich finde, auch wenn es immer noch einiges an Optimierung gibt und um von dem Marienkäfer dann hinterher noch zum Bakterium zu kommen, ist natürlich noch ein ganz schön weiter Weg. Gibt es dazu soweit Fragen zur Technologie? Das scheint nicht der Fall zu sein. Weil ich Sie dann nämlich ein bisschen in die Anwendung nehmen möchte. Also wie gesagt, wir machen eben die Massenspektrometrie nicht als Selbstzweck sozusagen. Und ich komme eben auch von der biologischen Seite. Also für uns ist es eben wirklich hauptsächlich wichtig,
diese Technologie anzuwenden. Und ein Projekt, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist, wie man eben Massenspektrometrie benutzen kann, um die Funktion von Mutationen in ungeordneten Regionen von Proteinen zu charakterisieren. Der Hintergrund ist hier dargestellt. Es gibt heute mehr als 100.000 krankheitsauslösende Mutationen. Also was ich damit meine, sind Mutationen, die in Daten, von denen man in Datenbanken sozusagen ganz klar sie einer bestimmten Erkrankung zugeordnet hat. Also wo man sagt, okay, wenn ein Mensch diese Mutation an dieser Stelle im Genom hat, dann führt das zu dieser oder jener Krankheit. Also das sind in diesem Falle eben genetische Erkrankungen, Erbkrankheiten, wo man eben dann entsprechende Mutationen einer Erbkrankheit zuordnet. Oft weiß man aber wirklich nicht, wie diese Mutationen, und diese 100.000 Mutationen sind jetzt nur die, die wirklich die kodierende Sequenz, also die wirklich proteinkodierende Sequenzen betreffen. Wie diese Mutationen jetzt Krankheiten wirklich auslösen, ist oftmals eben wirklich nicht komplett verstanden. So konzeptionell kann man da eigentlich zwei unterschiedliche Szenarien sich vorstellen. Einmal kann eine Mutation in einer strukturierten Region von einem Protein liegen, also in einer gefalteten Region von dem Protein. Und dort kann man sich vorstellen, dass dann so eine Mutation dazu führt, dass sich das Protein eben nicht richtig falten kann, dass die Struktur gestört ist. Vielleicht wird das Protein dann degradiert deswegen. Also kurz gesagt, das Protein ist sozusagen kaputt. Die Struktur ist gestört. Es kann nicht seine normale Funktion erfüllen. Nun ist es aber so, dass ungefähr 30% von den Sequenzen von allen Proteinen sogenannte intrinsically disordered regions sind, also Regionen wie zum Beispiel so Loop-Regionen, die halt keine definierte 3D-Struktur haben, sondern einfach relativ flexible Verbindungselemente sind. Und eine Mutation in diesen Regionen, von der würde man jetzt eigentlich nicht erwarten, dass sie irgendeinen Einfluss auf die Proteinstruktur hat, weil diese Region eben an sich gar nicht strukturiert ist. Und jetzt ist die Frage, wie können solche Mutationen in nicht strukturierten Regionen von Proteinen, wie können sie eben trotzdem Krankheiten auslösen? Und eine Möglichkeit, die dabei besteht, ist, dass solche Mutationen eben Protein-Protein-Interaktionen verändern. Es ist nämlich oft so, dass solche intrinsically disordered regions sogenannte short linear motifs enthalten, also kurze Motive von bestimmten Abfolgen von Aminosäuren, die dann direkt mit anderen Proteinen interagieren. Also zum Beispiel hier dieses Motiv interagiert dann mit einer Bindungsdomäne in einem anderen Protein. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn jetzt eine Mutation dort vorkommt, dass dann diese Interaktion gestört ist. Also das wäre eine konzeptionelle Möglichkeit, wie Mutationen in unstrukturierten Regionen letztlich Krankheiten auslösen können. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt von diesem Projekt. Und wir wollten letztlich gucken, wie solche Mutationen in strukturell veränderten Regionen, wie sie eben Protein-Protein-Interaktionen beeinflussen. Dazu haben wir eine quantitative proteomische Methode benutzt, sogenannte stabile Isotopmarkierung mit Aminosäuren in Zellkultur oder auch SILAC, also Stable Isotope Labeling bei Amino Acids in Cell Culture. Das ist eigentlich eine ganz einfache Technologie, wo man Zellen, Krebszellen häufig in Zellkultur kultiviert. Man lässt sie entweder in ganz normalem Zellkulturmedium wachsen oder in sogenanntem schwerem Medium, wo in diesem Fall die Aminosäure Lysin nicht das normale Lysin ist, sondern Lysin, indem man die Kohlenstoffatome, die normalerweise C12 sind, durch C13 ersetzt hat und die Stickstoffatome, die normalerweise 14N sind, durch 15N ersetzt hat. Also das sind eben nicht radioaktive, aber eben schwere, stabile Isotope von Kohlenstoff und Stickstoff, die letztlich dazu führt, wenn ich die 6 Kohlenstoffatome und die 2 Stickstoffatome verändere, dass ich Lysin habe, was eben 8 Dalton schwerer ist als das normale leichte Lysin. Also wir nennen das dann im Labor Lysin 0 und Lysin 8. Das eine ist sozusagen das normale leichte und das andere ist eben das entsprechend schwere.
Lysin ist jetzt eine essentielle Aminosäure, das heißt, Zellen können die eben nicht selber synthetisieren. Und wenn ich jetzt Zellen in Wachstumsmedium wachsen lasse, in dem eben nur leichtes und schweres Lysin vorkommt, dann bauen sie es eben in alle ihre entsprechenden Proteine ein, sodass ich hier entsprechend leichte, normale Proteine habe und hier entsprechend schwer markierte. Und wenn ich jetzt nach diversen Zellen, also man muss es sozusagen über mehrere Zellgenerationen einbauen lassen, sodass es wirklich eben in allen Proteinen eingebaut ist, dann sind eben die entsprechenden Peptide, die Lysin enthalten, in diesem Fall 8 Dalton schwerer im Massenspektrum. Und der Trick ist jetzt, dass ich praktisch leicht und schwer markierte Proben mischen kann. Und in dem Fall bekomme ich eben im Massenspektrometer nicht nur einen Peak, sondern eben 2 Peaks für jedes Peptid. Und das eine entspricht sozusagen dem Peptid aus der einen Probe, das andere entspricht dem Peptid aus der anderen Probe. Und ich brauche mir dann eigentlich nur die Höhe hier der Peaks anzuschauen, um dann direkt daraus zu schließen, wie das Abundanzverhältnis von den entsprechenden Proteinen in beiden Proben ist. Also das ist eben Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture, ist eine Methode der quantitativen Proteomik. Das kann man für sehr viele Fragestellungen benutzen. In unserem Fall haben wir es eben benutzt, um uns die Interaktion von Proteinen mit Peptiden anzuschauen. Dazu haben wir eben Zellen entweder leicht oder schwer markiert, haben dann Proteinextrakt entsprechend gewonnen, also dann entsprechend leichtes oder schweres Proteinextrakt. Und das haben wir jetzt für so Affinitäts-Interaktionsexperimente benutzt, wo wir eben synthetische Peptide gemacht haben. Also Peptide kann man chemisch synthetisieren mit einer entsprechenden Aminosäuresequenz. Das ist diese Merrifield Solid Phase Synthesis, wo man praktisch eine Aminosäure nach der anderen chemisch aneinander koppelt und diese Peptide dann entsprechend immobilisiert. Und dann haben wir praktisch geguckt, welche Proteine binden jetzt an diese Form von dem Peptid. Und in dieser zweiten Form hatte jetzt hier das Peptid eine entsprechende Modifikation. Und der Witz ist jetzt, dass wir eben dieses Experiment parallel mit leichtem und schwerem Zellextrakt durchführen können und dann die Proben miteinander vereinen. Und alle Proteine, die jetzt unspezifisch binden, die binden eben an beide Peptide gleich. Das heißt, die erkennt man eben daran, dass sie so ein 1:1-Verhältnis haben, wo der leichte und der schwere Peak eben gleich hoch ist. Und dieser spezifische Interaktionspartner, der jetzt in diesem Fall nur die phosphorylierte Form des Peptid bindet, den erkennt man dann eben entsprechend an seiner, an seinem entsprechenden Abundanzratio. Und genau diese Technologie haben wir jetzt auch für unsere Fragestellung angewandt. Also wir haben mit einer Datenbank angefangen, in der rund 26.000 Mutationen annotiert sind, also Mutationen im humanen Genom, die Aminosäuresequenz von Proteinen verändern. Und die haben wir eben gefiltert und uns nur auf solche Mutationen konzentriert, die eben in solchen ungeordneten Regionen von Proteinen sind, also eben nicht in strukturierten Regionen, sondern eben eher in solchen Loops. Von denen wiederum haben wir uns einfach pragmatisch konzentriert auf Mutationen, die eben im weitesten Sinne neurologische Erkrankungen auslösen und haben dann noch ein bisschen manuell gefiltert. Am Ende hatten wir 128 Mutationen, die wir uns angeschaut haben. Und mit diesen Mutationen haben wir dann eben entsprechend einen proteomischen Screen durchgeführt. Dazu haben wir die Peptide jetzt nicht einzeln genommen, sondern wir haben die auf so Zellulose-Membran direkt synthetisieren lassen. Immer ein Peptid, was in der Aminosäuresequenz dem Wildtyp entsprochen hat und ein Peptid, was der mutierten Version von dem Peptid entsprochen hat. Immer paarweise, also immer Wildtyp, Mutante, Wildtyp, Mutante, Wildtyp, Mutante, sodass man eben viele Dutzende von Peptiden parallel auf einer so einer ganzen Zellulose-Membran immobilisieren kann. Und dann kann man eben diese Zellulose-Membran jetzt mit Zellextrakt, was entweder nicht markiert ist oder schwer markiert ist, inkubieren und dann wirklich praktisch mit diesen Zellulose-Membranen und mit den Peptiden praktisch fischen nach Interaktionspartnern, die dort spezifisch binden.
Eine Frage ist, beruht die Auswahl der Mutationen nach Proteinregion Strukturvorhersagen auf Strukturdaten? Ja, also in unserem Fall haben wir tatsächlich Strukturvorhersagen gemacht. Es gibt da entsprechende Algorithmen, die eigentlich recht gut funktionieren. Also iupread2 haben wir genommen, das ist so ein Strukturvorhersagetool. Ganz neuerdings gibt es durch AlphaFold, dieses Strukturvorhersageprogramm, auch noch Möglichkeiten, das tatsächlich für alle Proteine zu machen. Also AlphaFold ist ja dieser Machine Learning-basierte Proteinstrukturvorhersage, die wirklich hervorragend funktioniert. Und daraus kann man eben auch sagen, welche Regionen strukturieren nicht. Wir haben es mit einem anderen Tool gemacht, was aber auch, also weil das auch schon ein bisschen älter ist, AlphaFold ist ja dieses Jahr erst rausgekommen, was aber auch ganz gut funktioniert hat. Und der Witz ist eben jetzt, ach, ich gehe noch gerade auf eine zweite Frage ein. Ah, okay, nee, es war nur das Feedback. Dann haben wir eben diesen Screen durchgeführt, wo wir eben praktisch zwei Kopien von diesen Membranen hatten, also jeweils immer Wildtypsequenz von dem Peptid. Und die entsprechende mutierte Variante, Wildtyp, Variante, Wildtyp, Variante, immer paarweise. Und wir hatten praktisch eben zwei Kopien von dieser Zellulose-Membran. Die eine haben wir mit leichtem Zellkulturmedium, also Entschuldigung, ich müsste sagen mit leichtem mit Proteinextrakt aus leichten Zellen, so. Und das andere mit Proteinextrakt aus schweren Zellen entsprechend inkubiert. Dann nicht spezifische Bindungspartner weggewaschen. Und dann haben wir praktisch immer hier das Wildtyp-Peptid aus dem leichten Pulldown mit dem mutierten Peptid aus dem schweren Pulldown zusammen in eine Probe kombiniert. Wir können ja eben im Massenspektrometer die beiden, weil sie unterschiedlich stabil isotop markiert sind, unterscheiden und haben das entsprechend quantifiziert. Da macht man auch entsprechend ein Label-Swap-Experiment, wo man das genau andersrum macht. Man hat dann das entsprechende andere Paar und kann dann eben über die quantitative Massenspektrometrie genau sagen, welche Proteine binden jetzt spezifisch an einen Peptid und wie verändert die Mutation eben diese Interaktion. Will ich gar nicht genau darauf eingehen, wie wir das gemacht haben. Was man am Ende dann bekommt und aus diesen Daten eben generieren kann, ist so ein Peptid-Protein-Interaktionsnetzwerk, wo Sie hier immer in der Mitte mit diesen rechteckigen Symbolen entsprechende Peptide sehen. Und die Kreise, die wir hier haben, sind eben entsprechende spezifische Protein-Interaktionspartner. Und die Verbindungen haben wir jetzt entweder rot oder blau eingefärbt, je nachdem, ob diese Interaktion verloren wird durch die Mutation oder gewonnen wird durch die Mutation. Also ob die Mutation sozusagen zu einem Verlust oder zu einem Zugewinn von einer Interaktion führt. In solchen Netzwerken steckt sehr viel Information drin und man kann natürlich nicht alle Informationen wirklich benutzen und nicht überall Follow-up-Experimente machen. Wo wir uns darauf konzentriert hatten, ist dieses Netzwerk, weil wir es eben sehr interessant fanden. Also hier gab es drei unterschiedliche Mutationen, die alle eine verstärkte Bindung von sogenannten Clatrin-Proteinen bewirkt haben. Also drei verschiedene Mutationen, die alle zu einer verstärkten Bindung von Clatrin führten. Wenn wir uns das genauer angeguckt haben, haben wir gesehen, dass in allen drei Fällen das Mutationen waren, die in einem zytosolischen Teil von Transmembranproteinen lagen. Also es waren alles drei Transmembranproteine und die Mutation war jeweils in Bereichen, die dem Zytosol zugeordnet sind. Und in allen drei Fällen wurde eine Prolin-Aminosäure in eine Leucin-Aminosäure umgewandelt, wodurch ein sogenanntes Leucin-Leucin- oder Dileucin-Motiv generiert wurde. Und das ist eben insofern interessant, als diese Leucin-Leucin-Motive halt die Clatrin-vermittelte Endozytose auslösen. Also Proteine, die so ein Leucin-Leucin-Motiv haben, werden eben von Adapterproteinen erkannt, was dann Clatrine rekrutiert. Und das führt letztlich zu einer Endozytose der entsprechende Proteine, also Aufnahme des Proteins in die Zelle. Wir haben uns, und das hat natürlich jetzt eine potenziell, kann das den Krankheitsmechanismus erklären, weil wenn
diese Transmembranproteine eben nicht mehr in der Membran sind, wo sie hingehören, kann es eben natürlich ihre Funktion einschränken. Wir haben dann für die Follow-up-Experimente uns auf GLUT1 konzentriert. GLUT1 ist ein Protein, was mutiert ist im sogenannten GLUT1-Defizienz-Syndrom oder GLUT1-Deficiency-Syndrom. Das Protein ist eben besonders wichtig für den Glukosetransport über die Blut-Hirn-Schranke. Also was Sie hier im Cartoon dargestellt sehen, ist ein Blutgefäß im Gehirn, wo Sie hier die Endothelzellen sehen. Und der GLUT1-Transporter, der ist hier eben in dieser Endothelzelle exprimiert und ermöglicht letztlich den Glukosetransport vom Blut ins Gehirn und ist eben essentiell für den effizienten Glukosetransport. Und Patienten, die an GLUT1-Defizienz-Syndrom leiden, entwickeln eben Epilepsien und auch, wenn es eben nicht behandelt wird, entsprechende Retardierung, verzögertes Wachstum des Gehirns, eben weil der Glukosetransport ins Gehirn, und Glukose ist eben essentiell für den Hirnstoffwechsel, weil der eben entsprechend eingeschränkt ist. Wir haben dann natürlich geschaut, ist es tatsächlich der Mechanismus, den wir erwarten? Also führt diese Mutation in GLUT1 eben tatsächlich zu einer falschen Lokalisierung von GLUT1? Dazu hatten wir glücklicherweise konnten wir tatsächlich eine Patientin identifizieren, die genau diese GLUT1-Mutation hat, haben von dieser Patientin über eine Kooperation mit dem entsprechenden Arzt in den USA Hautfibroblasten gewonnen. Diese Hautfibroblasten haben wir dann in Stammzellen umgewandelt. Also das kann man über diese Yamanaka-Factors kann man eben Fibroblasten in Stammzellen entsprechend umprogrammieren. Und dann haben wir verschiedene Sachen mit diesen Blasten gemacht. Das wichtigste Ergebnis ist hier dargestellt. Das ist eine GLUT1-Färbung in Stammzellen von einem gesunden Individuum, also ohne GLUT1-Defizienz-Syndrom, Immunfluoreszenz, wo Sie in grün hier das GLUT1 sehen, was eben hauptsächlich wirklich in der Zellmembran lokalisiert ist. Und bei eben dieser Patientin sieht man eben diese intrazellulären Ansammlungen von GLUT1. Also das GLUT1 wird tatsächlich in die Zelle aufgenommen durch diese Mutation. Wir haben auch weitere funktionelle Experimente dazu gemacht, haben zum Beispiel gezeigt, dass wenn wir diese Aufnahme in die Zelle verhindern, dass wir dann sowohl die Fehllokalisation von GLUT1 verringern können, als auch wieder den Glukosetransport verbessern. Ich wollte es nur hier einmal sozusagen grob und allgemein darstellen. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Ich höre mal kurz mit dem Screenshare auf. Jetzt gibt es noch eine Frage, die gerade entsteht. Ja, genau, die Ergebnisse sind in dem 2018er Zellpaper dargestellt. Da ist es eben deutlich ausführlicher nochmal dargestellt. Dann komme ich aber auch tatsächlich schon zum Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich habe Ihnen nahebringen können, dass eben Massenspektrometer wirklich sowas wie Schweizer Taschenmesser für die Proteinforschung sind. Und ich habe jetzt nur einen Aspekt, nämlich Protein-Protein-Interaktion mal rausgearbeitet. Aber es gibt eben auch sehr viele andere relevante Prozesse auf Proteinebene. Also in meinem Labor untersuchen wir insbesondere auch die Proteinsynthese und Degradation proteomisch, auch Phosphorylierung als posttranslationale Modifikation. Und dass es eben wirklich eine Technologie ist, die praktisch die genomische Seite mit Phänotypen und Krankheitsereignissen wirklich verknüpfen kann und eben dazu führt, dass wir da eben entsprechend systematisch untersuchen können, wie letztlich zelluläre Prozesse in Menschen sowohl im gesunden als auch im Krankheitsfall entsprechend funktionieren. Das bringt mich zu meiner wichtigsten Folie. Ich bin sehr froh, dass ich eine fantastische Arbeitsgruppe habe. Das Bild ist ein bisschen älter schon, bevor Corona, also als sogenannte Lab-Retreats noch möglich waren. Da war auch Katharina Meyer, von der eben hauptsächlich diese Arbeit ist, die ich vorgestellt habe, noch im Labor. Inzwischen ist sie Postdoc an der ETH in Zürich.
Das ist alles, was ich Ihnen erzählen wollte. Und ja, ich danke Ihnen für das Interesse und stehe sehr gerne für Rückfragen bereit. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle auch schon mal ganz recht herzlich für den schönen Vortrag. Und ich habe auch direkt noch eine Frage dazu. Ja, und gerne. Und zwar habe ich mich gefragt, bei der Karte, die gezeigt wurde von den Proteininteraktionen mit den Peptiden, da haben Sie sich dann ja auf ein bestimmtes Cluster beschränkt, weil es da dann dieses Dileuzin-Motiv gab, was dann ja letztendlich zu der Erkenntnis geführt hat. Und da habe ich mich gefragt, so ein Auswahlprozess ist ja auch ziemlich schwierig. Woher weiß man denn, worauf man sich konzentrieren muss? Ist das eher so Trial and Error? Also man guckt, bis man denkt, hier könnte es weitergehen und forscht dann weiter? Oder wie? Ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine große Herausforderung sozusagen. Also wir haben letztlich die proteomischen Methoden sind, und auch gerade so ein Screen ist eben, wie wir so schön sagen, skalierbar. Das heißt, man kann ihn eben mit einem relativ hohen Durchsatz durchführen. Und dann bekommt man eben Daten. Und meistens will man aber natürlich nicht nur die Daten, die sind dann eben auch kein Selbstzweck. Also das sind dann, ist zwar eigentlich dann das Ergebnis des Experiments, aber um dann eben wirklich zu biologischen Funktionen zu kommen, muss man dann eben noch überlegen, wo man wirklich weitergräbt. Und das ist letztlich ein spannender Prozess, den ich immer wieder total gerne mache. Also ich und natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei mir im Labor. Also letztlich ist es so, man guckt sich die Daten an, man liest Literatur dazu, man überlegt sich was. Und ich weiß noch genau, wie das in dem Fall jetzt bei dem Glut-1-Effizienzsyndrom war. Als eben Katrina das tatsächlich sich angeschaut hat und dann hat sie zunächst mal festgestellt, Mensch, das ist ja in drei Fällen praktisch die gleiche Art von Mutation und das ist dieses gleiche Motiv. Und dann kam praktisch raus, ja, das ist ein Motiv, von dem man auch noch weiß, dass es eben diese Clathrin-vermittelte Endozytose vermittelt. Das stand dann natürlich nicht geschrieben, aber wenn man sich dann mit der Literatur auseinandersetzt und erstmal die Gemeinsamkeiten erkennt, und ja, dann eben auch einen plausiblen Mechanismus hat, warum so ein Motiv, was zur Endozytose führt, in Transmembranproteinen vielleicht eben eine Krankheit auslösen kann, dann ist das so ein tatsächliches Aha-Erlebnis. Und dann hat sich das in dem Fall wirklich aufgedrängt, dass wir da weiter geguckt haben. Aber man kommt natürlich wirklich nur dahin, wenn man auch wirklich ein bisschen tiefer gräbt und sich länger Gedanken macht. Und Literatur liest und ja, genau. Hat man nicht mit einem solchen Pulnern Forschungsmaterial für die nächsten Jahrzehnte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich ist das so und grundsätzlich ist es, glaube ich, auch so, dass viele der Ergebnisse, die wir generieren und die wir dann ja auch publizieren, noch Forschungsmaterial enthalten, was sicherlich für ähnliche Follow-up-Experimente, also wir sind da natürlich dann so in der Lage, wenn wir diese Daten zum ersten Mal generieren, dann machen wir so ein bisschen das Cherry-Picking. Ne? Also wir suchen uns die Sachen raus, von denen wir denken, dass sie vielleicht das Erfolgversprechendste ist. Aber das ist sicherlich auf keinen Fall, also erstmal ist es nicht sehr systematisch. Und zweitens bin ich auch überzeugt davon, dass eben viele weitere wichtige Erkenntnisse da potenziell drinstecken. Wir sind natürlich als ein technologiegetriebenes Labor so ein bisschen in der Frage, in der strategischen Frage, wie wollen wir unsere Forschung positionieren? Also ich bin eben Biologe von Haus aus und bin jetzt eben sehr interessiert daran, die proteomische Forschung voranzubringen und sie eben auf solche wichtigen Fragestellungen anzuwenden. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, jetzt haben wir eben ein Experiment gemacht, jetzt können wir unseren Massenspektrometer ausschalten und brauchen es alles nicht mehr, können wir auch verkaufen oder so und konzentrieren uns dann auf den Rest. Das ist jetzt nicht unsere Strategie im Labor. Wir stürzen uns deswegen dann auf das Nächste und generieren den nächsten Datensatz, wo dann hoffentlich das Gleiche Problem sozusagen entsteht, dass wir eben was Interessantes rausfinden, aber zusätzlich eben auch weitere Daten generieren. Und letztlich ist es so,
das sind halt dann publizierte Daten und es besteht natürlich schon die Hoffnung, dass eben auch andere Kolleginnen und Kollegen die entsprechend aufgreifen und dann eben auch weiterforschen. Und das passiert auch tatsächlich. Ne? Also es ist ja dann auch so, dass solche Informationen dann auch entsprechend Datenbanken einfließen und dann auch genutzt werden können. Was untersuchen Sie bei der Proteinsynthese? Ja, das ist eine sehr interessante Forschungsrichtung. Also letztlich ist es so, dass man eben mit dieser stabilen Isotopmarkierung durch Aminosäuren, also diese Silig-Methode, kann man eben neu synthetisierte Proteine von alten Proteinen unterscheiden. Ne? Also Sie können sich vorstellen, man kann eben ganz einfach Zellen, wenn man sie eben ganz normal in leichtem Zellkulturmedium hat, dann kann man sie auf schweres Zellkulturmedium umsetzen und dann werden eben alle neu synthetisierten Proteine werden schwer gemacht, die leichten werden mit der Zeit abgebaut. Das heißt, was man im Massenspektrometer sieht über die Zeit, ist, wie die schweren Peaks immer größer werden, die leichten immer kleiner. Und diese Ratios nach einer entsprechenden Zeit, die kann man dann eben wirklich benutzen, um Protein-Turnover sich anzuschauen. Also man sieht dann eben wirklich, wie das neu synthetisierte Proteom das alte austauscht. Und das erlaubt uns eben global auch wirklich uns anzuschauen, welche Proteine haben eine hohe Stabilität, welche haben eine geringe Stabilität und wie ist dieser Proteinumsatz wie ist der, also was für eine Rolle spielt der zum Beispiel eben bei der Genexpression. Also es gibt ja ganz oft so ein bisschen die Konzentration in Forschung auf die transkriptionale Regulation, also welche Promotoren führen dazu, dass bestimmte Gene aktiv oder inaktiv sind. Das ist auch natürlich total wichtig und richtig. Aber was es natürlich so ein bisschen außen vor lässt, ist, dass viele biologische Prozesse eben auch auf Proteinebene stattfinden und dass natürlich auch die Degradation von Proteinen eine ganz wichtige Rolle dabei spielt, ob ich jetzt eben viel von einem Genprodukt, also die meisten Genprodukte sind ja zunächst mal Proteine, ob ich jetzt viel oder wenig davon habe. Und diese stabile Isotopmarkierungsmethoden, wo wir eben das Turnover von Proteinen uns anschauen können, ermöglicht es uns das eben ganz systematisch zu betreiben. Und das machen wir eben auch in unterschiedlichen Forschungskontexten. Wie fließen Ihre Forschungsergebnisse in die Medizin ein, beziehungsweise wie lange dauert es in etwa, bis Medikamente entwickelt werden, die in Ihrem Vortrag beschriebenen Krankheiten positiv beeinflussen können? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also zunächst mal muss ich ganz klar sagen, dass was wir betreiben, eben wirklich biomedizinische Grundlagenforschung ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da unmittelbar das direkte Ziel ist, ein Medikament zu entwickeln. Es gibt sozusagen auch gerade bei diesen, also diese genetischen Erkrankungen sind eigentlich alle sehr seltene Erkrankungen. Also die kommen in der Gesamtpopulation sehr selten vor, sind in ihrer Gesamtheit aber recht häufig. Also es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene seltene Erkrankungen, die alle individuell sehr selten sind, in ihrer Gesamtheit aber eben doch relativ häufig sind. Und ein ganz großes Problem, was sich dabei stellt, ist, dadurch, dass die Erkrankungen so selten sind, lohnt es sich für die Pharmaindustrie, aber auch für die akademische Forschung eigentlich nicht, da irgendwie groß in Medikamentenentwicklung zu investieren. Also es sind einfach so wenig Fälle, dass es praktisch nicht klar ist, wie man überhaupt eine klinische Studie sinnvoll aufzieht, geschweige denn ein Medikament wirklich gezielt entwickelt für solche Erkrankungen. Die andere Seite von der Medaille ist, dass die einzige Chance sozusagen und auch eben eine attraktive Chance, für solche Krankheiten eben doch noch Therapieoptionen zu entwickeln, ist eben
ja, so ein Off-Label-Use von bestehenden Medikamenten. Also wo man eben sagt, dass es bestehende Medikamente gibt, die für bestimmte andere Krankheiten zugelassen sind, wo man dann aufgrund des Verständnisses von dem Wirkmechanismus sagen kann, naja, okay, also wenn das der Wirkmechanismus ist, dann könnte es ja sein, dass dieses Medikament, was für was ganz anderes zugelassen ist, vielleicht wirklich wirken kann. Und wir haben da, das ist alles jetzt nicht wirklich spruchreif, aber in dem Beispiel mit der Macy, von die, also was eben die Patientin ist, die genau diese Mutation hat, da sind wir tatsächlich noch in Kontakt, sowohl mit der Familie als auch mit dem behandelnden Arzt, also das ist in den USA, und die probieren jetzt tatsächlich mit Metformin, was eben ein Medikament ist, was zum Beispiel bei Diabetes auch eingesetzt wird, zu therapieren, was jetzt nicht direkt an der Endozytose eingreift, aber indirekt. Und das scheint bei Macy positive Wirkung zu haben. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, da jetzt Ursache-Wirkungszusammenhänge wirklich zu postulieren, weil es eben keine systematische Studie ist. Es ist halt, sind halt Fallbeispiele, und das eben bei diesen seltenen Erkrankungen eben leider dann auch bei solchen relativ seltenen Fallbeispielen. Ein umgekehrter Punkt ist aber auch noch, den kann ich vielleicht auch noch hervorheben, was natürlich auch solche seltenen genetischen Erkrankungen und Verständnis von solchen Mechanismen uns bringt, ist, dass man eben solche Mutationen praktisch als Experiments of Nature betrachten kann, wo man eben sagt, okay, also die hat die Natur eben was verändert, was zu einem Phänotyp führt. Und wenn wir eben molekular jetzt rausbekommen, was da eben wirklich auf molekularer Ebene geschieht, dann haben wir eben letztlich was über die grundlegenden Mechanismen von biologischen Fragestellungen gelernt, und das kann eben auch entsprechend weiterhelfen. Was ich nicht dargelegt habe, was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, also wir hatten ja in unserem Screen hat eben drei Beispiele gesehen, wo eben so eine Mutation von einem Prolin in ein Leucin zu so einem Leucin-Leucin-Motiv führt. Und wir haben uns das dann auch noch systematischer angeschaut, also in Datenbanken, also welche anderen krankmachenden Mutationen sind eben noch bekannt, die auch ein Prolin in Leucin verändern und so ein Leucin-Leucin-Motiv generieren. Und da haben wir eben wirklich gesehen, dass es da noch einige gibt. Das beweist natürlich jetzt an sich nicht, dass diese Mutation in diesen Fällen und also dass dieser Mechanismus wirklich krankheitsauslösend ist in all den Fällen. Aber wir haben das durch entsprechende Kontrollen mit Varianten, mit eben nicht krankheitsauslösenden Varianten gesehen, dass eben speziell diese Mutationen in zytosolischen Tails von Transmembranproteinen, dass die eben ganz spezifisch mit einer mit Krankheitsauslösung sozusagen korreliert sind, wohingegen das bei natürlichen, nicht pathogenen Varianten nicht so ist. Also insofern scheint das schon das ein Muster zu sein. Also wir sprechen manchmal so im Labor von Dilucinopathies, ne? Also sozusagen eine Gruppe von Erkrankungen, die durch diese Dilucin-Motives ausgelöst wird. Also ein praktischer Nutzen kann eben sein, oftmals ist es ja gerade für solche seltenen genetischen Erkrankungen für die Patienten eine lange Odyssee, also ein Kind, oft sind es ja pädiatrische Erkrankungen, das Kind hat sozusagen, ist auffällig, hat irgendeine Krankheit, wo man eben nicht genau weiß, was es ist, und oftmals dauert es ja Jahre, bis wirklich diagnostiziert ist, was die Ursache ist. Und was wir jetzt eben sagen können, ist, dass wenn solche Leucin-Leucin-Mutationen in zytosolischen Tails von Transmembranproteinen vorkommen, auch wenn die noch nicht bekannt sind und nicht beschrieben sind als krankheitsauslösend, dann ist es doch eine nicht unwahrscheinliche Erklärung, dass das letztlich die Ursache von so einer Erkrankung sein kann, weil wir eben das einmal als Krankheitsmechanismus herausgearbeitet haben. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage, weil Sie es gerade angesprochen haben, dass
ein Medikament jetzt für eine solche Erkrankung vielleicht nicht unbedingt profitabel für die Pharmaindustrie sein könnte. Ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich, war das groß in den Medien von der Gentherapie für spinale Muskelatrophie gelesen, was eine auch eine sehr schlimme genetische Erkrankung ist, wo quasi dann das fehlende Protein durch die Gentherapie ersetzt wird und dann das Krankheitsbild tatsächlich gestoppt werden kann. Ist das für dieses Beispiel auch ein Ansatz, der sowas machen könnte? Also wäre das theoretisch möglich? Ich glaube, also ich weiß jetzt zu wenig, also bei der spinalen Muskelatrophie, ich glaube, da ist es so, ich bin da auch kein Experte, ich glaube, da ist es so, dass es eben hauptsächlich in einem Entwicklungszeitfenster, in einem frühen Entwicklungszeitfenster diese Therapie wichtig ist. Und wenn da praktisch dann diese Gentherapie stattfindet, dann wird eben ein Großteil des langfristigen Muskelverlustes sozusagen dadurch aufgehalten, weil es eben innerhalb eines kurzen Entwicklungsfensters besteht. Bei Endothelzellen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie da das Turnover ist und wie langfristig die leben bei der Blut-Hirn-Schranke. Also ob man die sozusagen, also da wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, das einmal zu machen und zu reparieren, sondern man müsste es wahrscheinlich immer wieder machen. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass es grundsätzlich eine Therapiemöglichkeit gibt für Glut-1-Deficiency-Syndrom-Patienten. Therapie in Anführungszeichen. Das ist eben die sogenannte ketogene Diät. Also grundsätzlich ist es so, dass das Gehirn eben nicht nur Glucose verwenden kann, sondern es kann eben auch Ketonkörper verwenden als Brennstoff. Und diese Ketonkörper, die entstehen aber eben nur, wenn man praktisch sich kohlenhydratfrei ernährt und eben praktisch den gesamten Stoffwechsel letztlich auf so eine ketogene Diät umwandelt. Und dann diese Ketonkörper, die werden eben unabhängig von dem Blut-1-Transporter ins Gehirn transportiert. Und das ist dementsprechend auch eine Therapie, Schrägstrich, Diät, die halt viele der Glut-1-Defizienz-Patienten tatsächlich verfolgen. Es ist aber so, also ich bin jetzt eben durch diese Arbeit auch so ein bisschen mit dieser Community der Glut-1-Defizienz-Patienten in Kontakt. Also und ich hab so als Biologe habe ich am Anfang gedacht, okay, mit der ketogenen Diät ist ja praktisch so ein bisschen das Problem gelöst. Aber das ist halt überhaupt nicht so, ne? Also das erstmal ist es wahnsinnig schwer für die Patienten, das wirklich zu machen. Also Sie können sich vorstellen, Kinder praktisch komplett von Süßigkeiten oder auch von allgemeinen Kohlenhydraten fernzuhalten, ist natürlich extrem schwierig. Und es funktioniert halt auch bei vielen Patienten überhaupt nicht oder es funktioniert nur für ein gewisses Zeitfenster und dann fangen eben doch die Epilepsien wieder an. Also es ist halt alles andere als eine wirklich praktikable Lösung für viele. Also es ist sozusagen ein Ausweg und es ist sicherlich gut, es gut zu erkennen, also dieses Glut-1-Defizienz-Syndrom früh zu erkennen, dann eben auch mit einer ketogenen Diät zu behandeln, aber es ist oftmals eben keine Dauertherapie für die Patienten. Okay, klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich großen Einschränkung. Ja, genau. Mhm. Dann würde ich mich nochmal recht herzlich bedanken für den wirklich interessanten Vortrag. Und ich bedanke mich auch für das Interesse. Genau, und dann verabschiede ich mich dann an dieser Stelle. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass im nächsten Jahr, im Januar, am 12., um genau zu sein, die nächste Lehrerfortbildung stattfindet zum Thema maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in der Biomedizin. Und da würden wir uns natürlich freuen, einige von Ihnen wiederzusehen. Und genau, die PowerPoint-Präsentation lassen wir Ihnen noch zukommen. Und dann wünsche ich allen, die feiern, eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.